Hallo und wieder herzlich willkommen zum PHP-Tutorial auf Innovations Guide. Heute in der dritten und letzten Folge schauen wir uns an, welche Werkzeuge wir haben, um in der objektorientierten Programmierung gut im Team zusammenzuarbeiten. Dazu haben wir folgende Werkzeuge. Wir haben abstrakte Klassen, wir haben Interfaces, Traits und wir können Methoden mit dem Schlüsselwort Final deklarieren. Aber was sich dahinter verbirgt, sehen wir gleich nach dem Intro. Bis gleich. Um jetzt am leichtesten zu erklären, was abstrakte Klassen sind, habe ich im Internet hier ein kleines Schaubild gefunden. Und wir sehen hier unsere Mutter, das soll unsere abstrakte Klasse sein. Und die sagt zu ihrem Kind, also zur Child Class, hey, hör mal zu, ich habe alles, was du brauchst, um etwas zu tun mit meiner Hilfe. Wenn wir uns das jetzt nochmal in einem etwas anderen Beispiel vorstellen, das wir auch hier so ansatzweise mal umsetzen wollen, stellen wir uns vor, wir haben einen Kollegen, der hat einen Konstruktionsplan erstellt für unser Auto. Das ist die abstrakte Klasse. Aber um wirklich unser Auto herstellen zu können, wir haben da drei Varianten, ein SUV, wir haben ein Cabriolet und eine Limousine, haben wir wiederum drei Kollegen, die spezialisiert sind auf die jeweilige Variante. Und wir haben jetzt in unserer abstrakten Klasse wirklich alles, was wir benötigen, also die Konstruktion für das Fahrwerk, für die Farbe und so weiter. Aber unsere Spezialisten für die Variante können dann nur mit Hilfe ihrer Klasse, also der Kindklasse, letztendlich das Auto fertigstellen, also ein SUV, eine Limousine oder ein Cabrio. Das schauen wir uns mal anhand eines Beispiels an. Wir leiten unsere abstrakte Klasse mit dem Schlüsselwort abstrakt ein. Dann ganz einfach Class. Wir nennen unsere Klasse hier ganz einfach Auto. Und bevor ich jetzt weitermache, noch eine kurze Erklärung. Wir müssen uns vorstellen, dass wir unsere abstrakten Klassen genauso erstellen und behandeln wie unsere ganz normalen Klassen. Das heißt, wir können hier Eigenschaften erstellen, wir können hier Konstanten erstellen, statische Variablen, statische Funktionen, also das ganze Programm. Der wesentlicher Unterschied ist hier aber, dass wir innerhalb dieser abstrakten Klasse abstrakte Methods deklarieren, also nur deklarieren, nicht implementieren, die wir in der abgeleiteten Klasse dann, unserer Kindklasse, dann implementieren müssen. So, und das leiten wir ein, unsere Deklaration unserer abstrakten Method, wieder mit dem Schlüsselwort abstrakt. So, dann ganz einfach Function, wie gewohnt. Und ich nenne meine Funktion oder Method hier ganz einfach Dach. Und das war's dann hier auch schon. Wir können hier natürlich auch statische Funktionen mit dem Schlüsselwort abstrakt versehen. Wir können, wie gesehen, hier ganz normale Method damit versehen. Wir können hier auch Sichtbarkeiten angeben. Also ich könnte hier zum Beispiel, das muss ich natürlich in dem Fall hier nicht, dass die Sichtbarkeit public mit angeben. Wir können natürlich auch protected mit angeben. Aber wir können natürlich nicht die Sichtbarkeit private mit angeben, weil dann hätten wir auf diese Method keinen Zugriff in der abgeleiteten Klasse. Also wir erinnern uns an die letzte Folge mit der Sichtbarkeit private. Müssen wir vorsichtig umgehen, weil wir können dann in der abgeleiteten Klasse auf diese Funktion und auch, wie wir wissen, auf diese Variablen nicht zugreifen. Gut, wir leiten jetzt eine Klasse ab. Und zwar nenne ich diese Klasse ganz einfach Cabrio. So, und diese Klasse erbt von unserer abstrakten Klasse Auto. So, und ich kann jetzt natürlich auch in meiner abgeleiteten Klasse alles machen, was wir in der letzten Folge gelernt haben. Aber ich muss eins machen, und zwar, ich muss auf jeden Fall die abstrakte Funktion oder abstrakte Method Dach hier implementieren. Ansonsten erhalten wir einen Fehler. Und das mache ich ganz einfach. Ich kann jetzt hier sagen Function oder auch Public Function. Wir haben ja die Sichtbarkeit hier auch in der Deklaration der abstrakten Funktion in der Klasse Auto mit angegeben. So, und wir schreiben jetzt hier ganz einfach Dach. Und wir implementieren jetzt unsere Method Dach. Ich sage hier ganz einfach nur Echo Cabrio Dach. So, das soll uns hier reichen.
Und ich kann jetzt weitere Varianten von meiner abstrakten Klasse ableiten. Wir haben hier einmal unser Cabrio-Dach. Wir können jetzt unser SUV-Dach erstellen. Ich nenne die Klasse hier einfach SUV. Und das Ganze dann SUV-Dach. So. Und meinetwegen auch noch eine Klasse Limo. Und sagt dann hier ganz einfach nur Limo-Dach. So. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, dass wir abstrakte Klassen nicht instanzieren können, weil diese Klassen sind ja noch nicht sozusagen vollständig, weil wir haben hier zwar eine Method deklariert, aber wir haben diese Method natürlich noch nicht implementiert. Das haben wir ja dann erst in den Kind-Klassen gemacht. Ich zeige euch das ganz einfach mal. Ich versuche jetzt hier ganz einfach mal ein Objekt zu erstellen. Und zwar will ich jetzt hier meine abstrakte Klasse Auto instanzieren. So, wir probieren das mal aus. Und wir sehen, wir erhalten hier eine Fehlernachricht. Also wir können keine Instanz unserer Klasse, unserer abstrakten Klasse Auto erstellen. Aber wir können natürlich unsere Kindklassen instanzieren. Ich mache das hier ganz einfach mal mit SUV. So, und wenn ich jetzt hier ganz einfach sage Dach, dann sollten wir, Moment, dann sollten wir hier auch unser Dach ausgegeben bekommen und wir sehen hier ganz einfach SUV-Dach. Wenn wir das Ganze mal in unser altes Beispiel mit implementieren wollen, dann könnten wir das zum Beispiel folgendermaßen machen. Wir schauen uns unser altes Beispiel nochmal an. So, ich klappe hier das einfach mal zu, alles, was wir nicht wirklich brauchen. So, ich sage jetzt einfach, unsere Klasse Box ist eine abstrakte Klasse. Ich setze hier ganz einfach das Schlüsselwort abstrakt vor. Und ich brauche jetzt natürlich auch eine abstrakte Method. Ich sage ganz einfach mal, meine abstrakte Method ist hier unsere neu hinzugefügte Method Umfang. Ich sage hier ganz einfach schon in meiner Klasse Box, es muss aber in einer abgeleiteten Klasse ein Umfang erzeugt werden, eine Method Umfang. Und das kann ich hier natürlich ganz einfach machen. Ich sage hier ganz einfach abstrakt, dann Function Umfang. So. Und diese Method ist ja dann in unserer abgeleiteten Klasse BoxFrame hier dann implementiert worden. Und zwar hier in Umfang. Und wir müssen aber wissen, dass wir jetzt keine Klasse oder keine Instanz mehr von unserer Klasse Box erzeugen können. Also hier müsste jetzt ein Fehler erscheinen, weil wir hier versuchen, unsere Klasse Box zu instanzieren. So, ich versuche das mal. So, wir erhalten einen Fehler. Ich kommentiere das mal aus. So, und wir sehen, das funktioniert. Wir haben die abstrakte Klasse Box erzeugt. Wir haben eine Kindklasse abgeleitet von der Klasse Box, unsere Klasse Box Frame. Und wir haben die Method Umfang jetzt hier implementiert. Und so funktioniert das Ganze. Nochmal ein paar Hinweise zu den abstrakten Funktionen. Wenn wir abstrakte Funktion erstellen oder deklarieren in unserer abstrakten Klasse, dann müssen wir auch, wenn wir hier zum Beispiel, wir haben hier Variablen zum Beispiel als Argumentliste übergeben, dann müssen wir diese natürlich auch in unseren abgeleiteten Klasse genauso auch mit übernehmen. Also hier müsste dann auch hier eine Variable C zum Beispiel mit erzeugt werden. Und ich denke mal, das war soweit verständlich gewesen und wir machen jetzt weiter mit den Interfaces.
Ich habe natürlich im Internet auch wieder ein kleines Schaubild gefunden, das unsere Interfaces ganz gut beschreibt. Hier sehen wir die kleine Omi, die sitzt im Rollstuhl, kann also nichts machen und sagt zu ihrem Enkel, hör mal zu, ich sag dir, was zu machen ist, aber ich sitze ja im Rollstuhl, ich kann dir dabei leider nicht helfen. Das ist so, wir müssen uns das vorstellen, wenn wir ein Objekt beschreiben wollen, also wir sitzen in einer Gruppe zusammen und wollen ein Programm beschreiben oder ein Objekt beschreiben und besprechen dort die Funktionalitäten, also welche Methods das Ding haben soll, welche Eigenschaften und so weiter. Und wir sagen oder wir halten hier jetzt erst einmal nur fest, wie unsere Eigenschaften unseres Objektes nach außen agieren sollen. Also unser Objekt soll dann praktisch sich selbst anzeigen können, soll die Farbe anzeigen können und all die Sachen, die wir halt vorher gelernt haben. Wir wissen aber noch nicht, wie wir diese Funktionalitäten umsetzen sollen. Wir beschreiben die ganz einfach und das machen wir dann innerhalb unseres Interfaces ganz einfach. Hier ist wichtig zu wissen, dass die Methods, die wir in unseren Interfaces deklarieren, immer die Sichtbarkeit public haben müssen. Ist ja klar, weil nur diese Methods, die die Sichtbarkeit public haben, können ja über unsere Objekte dann letztendlich, also über unsere instanzierten Objekte letztendlich angesprochen werden. Und wir können auch noch etwas machen. Wir können in unseren Interfaces auch Konstanten deklarieren oder Konstanten festlegen, aber diese Konstanten dürfen dann nicht in den Klassen, die unser Interface implementiert, überschrieben werden. Gut, aber ich zeige euch mal das Ganze anhand natürlich eines Beispiels gleich wieder. Wir leiten das Ganze ein hier mit dem Schlüsselwort Interface. So, mein Interface heißt hier ganz einfach Auto I. Und unser Interface deklariert hier zwei Methods, und zwar einmal Dach. Wir haben ja gesagt, unsere Methods müssen immer public sein. Wir wissen ja, wir können das da vorschreiben, wir müssen das aber nicht vorschreiben. Ich mache das aber jetzt einfach mal, um euch das zu zeigen. So, und unser Dach soll dann von der abgeleiteten Klasse implementiert werden. Hier auch wieder wichtig, wenn wir in unserem Interface, in den Methods, die wir hier deklarieren, eine Argumentliste übergeben, dann müssen diese Argumente natürlich auch in der Klasse, die unser Interface implementiert, natürlich auch mit, ja, irgendwie angegeben werden, also irgendwie mit verarbeitet werden. Ich sage hier ganz einfach mal wieder, wir können hier die Farbe unseres Daches mit angeben. Ganz einfach C. Okay. Und wir haben jetzt noch eine zweite Method hier drin, die wir beschreiben wollen. Und zwar soll dann noch die Method Reifen implementiert werden. Und zu guter Letzt noch eine, sagen wir mal, eine Konstante. So, Konstante, sagen wir mal, Seriennummer. Und die Seriennummer heißt hier 1, 2, 3, 4. So, jetzt müssen wir unser Interface implementieren. Das machen wir innerhalb unserer Klassendeklaration. Wir erstellen hier eine Klasse. Ich nenne die hier ganz einfach wieder Auto. Und diese Klasse soll unser Interface implementieren. Und das leiten wir dann hier ein mit dem Schlüsselwort Implements. Und hier soll unser Interface Auto I implementiert werden. So, und das mache ich ganz einfach, wie auch mit den abstrakten Klassen. Ich erstelle jetzt hier eine Funktion. Also implementiere jetzt die Funktion, und zwar erst einmal Dach. So, wir haben ja bei der Beschreibung unseres Interfaces gesagt, dass hier eine Variable übergeben werden soll, also ein Argument. So, ich mache hier jetzt erstmal nichts weiter, ganz einfach. Und wir wollen hier unsere Function oder Method Reifen implementieren. So, und ich sage hier jetzt einfach mal Echo Reifen. Und dazu dann noch unsere Konstante, die heißt ja hier ganz einfach dann self, wieder unser Schlüsselwort nicht vergessen, und dann ganz einfach SNR. So.
So, wir erstellen ein Objekt, also wir leiten unsere Klasse ab, wir instanzieren unsere Klasse hier in der Objektvariablen O wieder. So, ich sage dann ganz einfach New Auto. So, und ich rufe jetzt ganz einfach, so gleich natürlich, und ich rufe jetzt ganz einfach mal meine Method hier Reifen auf. So, wir schauen mal, was passiert. Und wir sehen hier Reifen 1, 2, 3, 4. Hier ist noch wichtig zu wissen, dass wir auch innerhalb unseres Interfaces unsere Konstruktoren und Destruktoren deklarieren können. Ich mache das hier auch nochmal beispielhaft. Und zwar ganz einfach Function, dann Konstruktor oder Konstrukt besser gesagt. So, das machen wir natürlich dann, wenn hier zwingend eine Argumentliste unserem Konstruktor übergeben werden soll. Also ich sage hier mal einfach A und B. So. Ich versuche jetzt mal einfach mein Objekt zu erstellen, ohne dass wir unseren Konstruktor jetzt hier extra implementiert haben. Und da sehen wir natürlich, wir haben hier eine Fehlernachricht, weil ja hier unsere Method Construct hier, also unser Konstruktor, nicht implementiert wurde. So, das machen wir dann gleich ganz einfach. So. Und ich sage hier ganz einfach mal Echo, dann A und B. So, ich übergebe jetzt meinem Konstruktor die Argumentliste. Ich sage hier einfach mal A und B. So, wir schauen wieder, was passiert. Und wir sehen A und B, also nicht Reifen, sondern hier dann Reifen. So. Gut, also wichtig nochmal zu wissen, im Vergleich zu unseren abstrakten Klassen, wir implementieren in unseren Interfaces wirklich nur die Schnittstelle und Konstanten, aber wir machen weiter nichts, wie wir das in den abstrakten Klassen machen konnten, sondern wirklich nur die ganz einfachen, puren Schnittstellen. Jetzt zu guter Letzt nochmal ein paar Sachen zu den abstrakten Klassen und den Interfaces. Hier nochmal ganz kurz zu den Interfaces. Wir können mithilfe einer Klasse auch mehrere Interfaces gleichzeitig implementieren. Diese trennen wir dann ganz einfach mit Komma hier hinter dem Schlüsselwort Implements. Also ich sag mal Auto-Interface zum Beispiel und ich spinne mal jetzt hier Dach-Interface. So, ich kann jetzt hier nochmal ein Dach-Interface hier erstellen. Ich kopiere mir das hier bloß einfach kurz. Und sag hier Dach. So. Und wir können natürlich den Konstruktor nur einmal implementieren. Und wichtig ist dabei auch, dass wir die Methods hier auch nur einmal beschreiben können in unseren Interfaces, weil ansonsten wüsste ja die Klasse nicht. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt zweimal in der Klasse Auto I und Dach I im Interface hier die Method Dach implementiert oder deklariert, dann können wir ja nur einmal Dach implementieren und deshalb geht das hier zum Beispiel nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen zweimal Dach, aber ich sage jetzt hier einfach mal A dazu und hierzu einfach B. So, genauso können wir auch unseren Konstruktor noch einmal implementieren. Deshalb kann ich mir hier das dann auch sparen. Und wir sehen, wir könnten jetzt hier mit der Klasse Auto auch die Interfaces Auto I und Dach I mit implementieren. Das müssten wir hier natürlich auch dann innerhalb unserer Klasse machen. Das spare ich mir mal jetzt, weil ich denke, das versteht ihr auch so. Wir können auch innerhalb unserer abstrakten Klassen Interfaces implementieren. Hierzu auch nochmal ein kleines Beispiel. So, ich mache das mal jetzt hier einfach weg. So, ich sage hier immer noch, ich habe hier mein Interface Auto I und Dach I. So, ich vereinfache hier das ganz einfach mal. So. Und nenne das hier mal ganz einfach C und
So, dann kann ich auch sagen, hier abstrakt. Wir wissen ja, unsere abstrakten Klassen verhalten sich genauso wie unsere ganz normalen Klassen. Das heißt, wir können hier auch Interfaces mit implementieren. Und wenn wir halt, wir müssen natürlich auch hier eine abstrakte Method implementieren. Und wir können, wie gesagt, hier Interfaces implementieren, so viele wie wir wollen. Und wir müssen aber natürlich dann auch letztendlich unsere abstrakte Klasse wieder einer, also unser, wir müssen praktisch, dass unsere abstrakte Klasse vererbt wird und die Child-Klasse dann letztendlich auch die abstrakte Method innerhalb unserer abstrakten Klasse implementiert. Wichtig ist dabei natürlich, dass die Interfaces Auto-I und Dach-I hier implementiert werden müssen in der abstrakten Klasse, weil die habe ich jetzt hier halt angegeben. Ich könnte das natürlich auch so machen. Ich könnte jetzt, aber das ist jetzt hier nur rein hypothetisch. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen Class. Ich sag mal einfach Parent Extends Auto. Und könnte jetzt trotzdem hier immer noch sagen Implements. So Auto I haben wir hier implementiert. Und sagen dann hier ganz einfach Dach I. So. Also ihr seht hier, wir können hier halt mit rumspielen und wir können, was ich euch zeigen wollte, hier auch innerhalb unserer abstrakten Klassen unsere Interfaces mit implementieren und wir können mehrere Interfaces auch gleichzeitig in einer Klasse implementieren. Ich zeige euch hierzu auch nochmal ganz kurz ein kleines praktisches Beispiel mit Hilfe unserer Klassen Box und BoxFrame und so weiter. Wir erstellen hier ganz einfach ein Interface. So, ich nenne das Interface ganz einfach BoxI für BoxInterface. Und ich möchte, dass hier unser Konstruktor in der Klasse, die jetzt unser Interface implementieren soll, das ist ja dann logischerweise unsere Klasse Box jetzt hier gleich, soll der Konstruktor mit der folgenden Parameterliste dann implementiert werden. Deshalb gebe ich das hier in meinem Interface mit an. Ich kann hier natürlich auch Type-Hints mit angeben, also zum Beispiel sagen, das Ding muss jetzt hier unbedingt Boolean sein, also einen booleschen Wert ergeben. Und gut, ich lasse das mal jetzt hier in unserem Beispiel. Und ich möchte, dass unbedingt dann das Interface oder die Method hier Paint innerhalb des Interfaces deklariert wird und dann auch in der Klasse Box unbedingt dann implementiert wird. So, ich nehme jetzt hier einfach unsere Method Paint mal hier raus. So, das ist jetzt hier so ein bisschen Reverse-Entwicklung. Also ich habe jetzt hier erst implementiert und dann die Interfaces geschrieben. Das passiert natürlich umgekehrt. So, und wichtig ist dabei nochmal zu wissen, dass wir natürlich in unseren Interfaces nur die Methods beschreiben, die dann durch unsere Klasse implementiert werden sollen, die die Sichtbarkeit public haben. Das ist ganz wichtig. Und ich könnte jetzt hier natürlich auch nochmal eine Konstante mit übergeben, aber diese Konstante dürfen wir natürlich dann innerhalb unserer Klasse nicht überschreiben. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja gelernt, dass wir in PHP immer nur von einer Elternklasse erben können. Das ist in anderen Programmiersprachen, wie zum Beispiel C++ anders. Dort können wir auch von verschiedenen Klassen die Eigenschaften, Methods und so weiter, also alles, was in den Klassen vorhanden ist, beerben. Wir haben hier einen anderen Ansatz und zwar können wir in PHP sogenannte Traits erzeugen. Traits sind eigentlich nichts weiter als Funktionssammlungen, die wir innerhalb unserer Klassen dann benutzen können. Der Vorteil ist hier, dass wir mehrere Traits erstellen können und auch die innerhalb unserer Klasse mehrere Traits gleichzeitig verwenden können. Also ich mache natürlich hier gleich wieder ein Beispiel. Wir erstellen ein Trait, also eine Funktionssammlung, halt mit AI geschrieben. Und ich habe jetzt hier ganz einfach eine Funktion A. Also ich mache hier wirklich nur mal ein ganz kleines Beispiel. Ich sage hier Echo A. So, wir haben hier eine weitere Method in unserem Trait.
So, die heißt dann hier ganz einfach B. So, wichtig ist, das habe ich jetzt vergessen, sorry. Ich muss meinen Trade natürlich auch benennen. Ich nenne den hier einfach mal FKT für Funktion meinetwegen. So, und wir haben jetzt einen Trade erstellt. Ich kann diesen Trade jetzt ganz einfach benutzen. Ich erstelle mir eine Klasse. Ich nenne die Klasse einfach Klasse. Und sage jetzt hier, benutze alle Funktionen aus unserem Trade FKT. Das leite ich ein hier mit dem Schlüsselwort use. So, und benenne jetzt mein Trade, also FKT. So, wir erstellen jetzt hier mal ganz einfach ein Objekt, abgeleitet von unserer Klasse Klasse. So, also wieder O ist gleich new, dann Klasse. So, und ich kann jetzt hier unsere Method ganz einfach A benutzen. So, wir schauen mal, was passiert. So, und er gibt jetzt hier entsprechend auch A aus. Wir können mehrere Trades erstellen. So, ich mache das hier auch nochmal ganz kurz. So, wichtig ist bloß hierbei, natürlich muss der Trade auch einen anderen Namen haben. Ich nenne den jetzt hier mal FKT2. Wir müssen darauf achten, dass wir die Methods dann natürlich unterschiedlich benennen. Also wir dürfen nicht zwei Trades dann in unserer Klasse benutzen, die Funktion oder Method hier A beschreiben. So, deshalb nenne ich die jetzt hier einfach mal B. Quatsch, nicht B, sondern C. Und D, so, der soll dann hier auch natürlich dann C ausgeben. Und der hier D. So, und ich sage jetzt hier ganz einfach mal, nutze nicht nur unseren Trade FKT, sondern nutze hier auch unseren Trade FKT 2. So, und ich rufe jetzt natürlich mal eine Method aus unserem Trade FKT 2 auf. Und das wäre dann hier zum Beispiel D. Und wir sehen, das funktioniert ganz wunderbar. Wissen müssen wir hierzu noch, dass wir auch innerhalb unserer Methods, die wir hier im Trade festhalten, auch auf unseren Parent zugreifen können. Also wir können hier auch wirklich alles machen, was wir in ganz normalen Klassenmethods machen. Also wir können dann hier auch angeben, zum Beispiel Parent und dann irgendwas zum Beispiel, irgendeine Konstante zum Beispiel oder irgendeine statische Variable oder eine Method, die wir aufrufen wollen aus der Parent-Klasse und so weiter. Das können wir hier alles ganz genauso auch hier drin beschreiben. Auch hierzu nochmal ein ganz kurzes Beispiel. Also ich kann hier zum Beispiel festlegen, dass zum Beispiel unsere Method Area aus einem Trade kommt. So, also ich nehme hier mal die ganze Method raus. So, X. So, ich erstelle jetzt hier einfach einen Trade. So, ich nenne das Ding einfach auch einfach FKT für Functions. So, hier beschreibe ich jetzt praktisch meine Method und ich kann die dann auch innerhalb meiner Klasse Box hier auch verwenden, auch wenn das eine abstrakte Klasse ist. Ich muss natürlich dafür Sorge tragen, dass auch mein Trade hier innerhalb der Klasse deklariert wird. Also ich sage dann hier natürlich auch use FKT. So, damit binde ich natürlich schon ganz einfach dann halt hier meine Method mit ein, ganz einfach. So, wir probieren das mal aus. Halt, das war hier falsch. So, und wir sehen hier auch, hier wird unser Flächeninhalt hier mit 10.000 ganz einfach mit ausgegeben. Also wir sehen, das funktioniert. Wir haben hier unsere Funktion oder unsere Method für den Flächeninhalt hier in unseren Trade hier ausgelagert, weil wir nehmen jetzt an, wir wollen jetzt diese Funktion in vielen, vielen anderen Klassen noch benutzen, aber nicht wieder jedes Mal neu kodieren. Und wir haben jetzt praktisch hier durch das Schlüsselwort use und dem Namen unseres Trades hier unsere Funktion mit hereingeholt. Ja, und
wir haben es ja jetzt fast geschafft mit der objektorientierten Programmierung. Wir haben noch eine kleine Sache, und zwar möchte ich euch noch das Schlüsselwort final zeigen, das wir vor einer Method-Deklaration schreiben können. Dieses Schlüsselwort besagt, dass wir in einer abgeleiteten Klasse diese Method nicht mehr verändern dürfen. Wir sagen hier ganz einfach, das ist jetzt der finale Stand dieser Method. Das Ding darf nicht mehr verändert werden, auch in keiner Kind-Klasse mehr. Dazu wieder ein ganz einfaches Beispiel. Ich erstelle eine Klasse, ich nenne die P für Parent, ganz einfach. So, erstelle hier eine Method, ich nenne die ganz einfach M für Method, so. Und ich gebe hier in meiner Method einfach ein String aus und der heißt M, so. So, das war's schon mit unserer Elternklasse. Jetzt wird unsere Child-Klasse von unserer Klasse P, also von unserer Parent-Klasse, erben. So, das machen wir wieder mit Class. Dann sage ich C für Child-Klasse, Extends P. So, ich kann ja jetzt meine Method M hier ganz einfach überschreiben, indem ich hier eine Method beschreibe, die den gleichen Namen hat wie die Method in unserer Elternklasse, also hier M, und sage hier jetzt einfach Echo MMM, so, das ist die einzige Neuerung hier drin. Aber ich sage auch gleichzeitig, das ist final. So, jetzt haben wir es, final. Und diese Method darf jetzt in einer weiteren Klasse, die jetzt unsere Klasse C beerbt, nicht mehr verändert werden. So, ich zeige euch das nochmal kurz. Ich erstelle einfach mal eine Objektinstanz hier von unserer Klasse C. So, ich sage jetzt hier ganz einfach, ich rufe jetzt hier meine Method M ganz einfach auf. So, hier wird uns natürlich ganz einfach M ausgegeben. Und was ich jetzt mache, ich will jetzt versuchen, meine Klasse C nochmal zu beerben. Das geht ja. Ich sage jetzt hier ganz einfach Class. So, dann sage ich mal E für Enkel, meinetwegen. Extends C. Und ich versuche jetzt, meine Method zu überschreiben. Und zwar, indem ich jetzt hier nochmal ganz viele M's mache. So, ich zeige euch das mal ohne das Schlüsselwort final. So, ich leite jetzt natürlich hier unser Objekt von der Klasse E mal ab. So, und wir haben jetzt hier natürlich ganz viele M's. Aber ich sage jetzt hier mal in Klasse C final. So, und da sehen wir hier schon, wir bekommen jetzt hier in unserer IDE, unsere Funktionsdeklaration oder für das Überschreiben sozusagen der Klasse M, den Text hier unterstrichen. Das heißt, daran sieht man schon, dass das hier nicht funktionieren wird. So, und ich versuche das mal. Und wir sehen, wir haben hier eine Fehlernachricht, und der Fehler heißt hier, wie ihr lesen könnt, natürlich cannot override final method, heißt natürlich, dass diese Method nicht mehr überschrieben werden darf, weil die natürlich mit dem Schlüsselwort hier final markiert worden ist. Ja, das war's dann mit der objektorientierten Programmierung. Wenn ihr nicht alles verstanden habt, ist auch nicht weiter schlimm. Also ich sag mal, in den wenigsten Fällen werden wirklich alle Sachen angewendet. Also dass, wie jetzt hier im Beispiel, Methods mit final deklariert werden oder dass wir mehrere Interfaces zum Beispiel innerhalb einer Klasse implementieren. Aber das war jetzt hier mal, ich möchte fast sagen, der komplette Überblick, den ihr beherrschen könnt, müsst, wenn ihr objektorientiert programmieren wollt. Wie schon in der letzten Folge gesagt, das ist schon ziemlich wichtig, dass ihr so früh wie möglich anfangt mit der objektorientierten Programmierung, da ihr sonst später schlechter in diese ganze Materie dann reinkommt. Gut, also das war's dann. Ich bin auch schon ganz heiser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einen Like
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal vielleicht, wenn ich die Organisation unseres Programmcodes hier mal etwas vereinfacht darstellen will, also welche Werkzeuge wir haben, um unseren Programmcode hier übersichtlicher zu gestalten und auch damit einfacher zu halten. Gut, das war's dann soweit. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss.